Der Betreiber der Schienenfahrzeuge misst permanent die im Betrieb befindlichen Kontaktbedingungen. Das heißt, er misst Rad- und Schienenprofile permanent. An sogenannten geometrischen Grenzmaßen kann er erkennen, okay, meine Profilkombination kann entweder noch sicher benutzt werden oder nicht. Erst wenn diese den Toleranzbereich nicht mehr einhalten, müssen Maßnahmen vom Betreiber eingeleitet werden. Es kann allerdings bereits sein, dass zu dem Zeitpunkt der Verschleiß von Rad und oder Schiene bereits so hoch ist, dass es vom Zeitpunkt her viel sinnvoller wäre, dass bereits dann zu reprofilieren, bevor diese Maße unter- oder überschritten werden. Mein Programm kann nur mit Hilfe der geometrischen Daten von Rad und Schiene physikalische Daten ausgeben, wie beispielsweise, wie sich die Kontaktfläche über die Querverschiebung auf der Schiene verhält. Es werden Normaldruckverläufe ausgewertet, es werden auch Materialermüdungen ausgewertet und anhand dieser vielen physikalischen Parameter kann man letztendlich eine Aussage darüber treffen, ob die Kontaktbedingungen insgesamt günstig oder ungünstig eingestuft werden können. Informationsinfrastrukturen, wie sie jetzt gewachsen sind aus Smartphones, Tablets, angereichert noch um soziale Medien wie Facebook und Twitter. Wie kann man das methodisch untersuchbar machen? Wie findet Kooperation auf Basis von solchen neuen Infrastrukturen eigentlich statt? Behördenorganisationen mit Sicherheitsaufgaben, das war mein Anwendungsfeld, in dem ich die Anwendung getestet habe. Wie kann man denen ermöglichen, diese riesen Informationsinfrastrukturen, wie kann man die nutzbar machen im Krisenmanagement, in Schadenslagen tatsächlich? Da ging es darum, wie kann man nachvollziehen, wo bewegen sich Personen in Schadenslagen, wenn die den Standort freigegeben haben? Was läuft in der Welt der sozialen Medien? Sind da interessante Informationen dabei, die ich nutzbar machen kann? Tatsächlich werden Bilder von Schadenslagen geteilt, wo ich drauf was ableiten kann. Werden wichtige Informationen von Betroffenen geteilt. Aber auch, und das ist entscheidend, viele Freiwillige, sagen wir jetzt mal in der Flüchtlingshilfe oder sagen wir mal bei der Fluthilfe, koordinieren sich mittlerweile über soziale Medien. Das ist das Medium geworden für die, wie sie spontan kooperieren können. Und wie kann man da überhaupt einen Einblick bekommen und gemeinsam mit den Freiwilligen an so einer Schadenslage arbeiten?